So, dann wollen wir mal gucken, wie es weitergeht hier, wa? Ist er dir abgehauen, oder was? Schatzgoblin war, ist weg. Ist im Normalerweise Dunkeln hier. hinterlässt er doch so eine Goldspur. Ja. Komisch, warum finden wir, ist der Schlechter noch nicht? Warum will er auch nicht Ja, zu bis Tom? jetzt haben wir Glück gehabt, weil der hat ja schon keine Ahnung, wie viele Millionen Spieler getötet, ne? Es war richtig, sich an mich zu wenden. Seelensteine verlangen nach Expertise. Die Details des Plans sind mir noch nicht ganz klar. Die Knochen sind dort. Lilith will Mephistos Kraft für sich. Wo ist denn die komische Alte? Bevor sie ihn erreichen kann, werden wir den Seelenstein auf sie anwenden. Die Vorbereitung des Steins kostet Zeit, die wir nicht haben. Warum bekämpfen wir sie nicht? Wer von uns? Ihr? Ihr verderbtes Blut fließt noch immer durch eure Venen. Nein, Kreaturen wie sie zu bekämpfen, ist immer der letzte Ausweg. Selbst wenn ihr sie besiegen könntet, würde sie irgendwann zurückkehren. Aber eine klügere Waffe, wie der Stein, wäre der Herausforderung gewachsen. Seelensteine können mit genug Zeit auch versagen. Vielleicht klappt es nicht. Ihr könnt es schaffen. Niemandem traue ich das mehr zu. Der Wind wird stärker. Ich kann sie nicht sehen. Taissa! Ach, die ist rausgerannt. Ich werde sie finden. Warum? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird die jetzt angelockt von ihm oder so, weil die sagt ja irgendwie einerseits hin, andererseits nicht hin. Jo, das war klar. Eure Stümperei im Auge hat mich direkt zu eurem kleinen Lager geführt. Ihr! Übel. Scheiße. Er hat das bekommen, was er wollte, ne? Mhm. Nochmal so richtig episch hier, wa? Oh, da ist irgendwo. Alter, ich bin angekettet. Hä? Okay. Ist das jetzt sie, die wir töten müssen? Andariel, ja. Also, ich glaube, sie ist zwar weg hier. Die war hier gerade. Also, sie ist zwar, glaube ich, weg, aber. Alter, was ist das hier für ein Kack, wenn er durch die Gegend fliegt? Das macht ja richtig Damage. Das sieht ziemlich scheiße aus. Ja, ne? Wow, Alter, die drückt mir richtig Damage. Schön die Tränke einsammeln. Was passiert da? Die schubst mich weg. Komm, ich bin hier wieder angekettet. Oh, wow, wow. Junge, lass die Kette weg.
Präsenz mehr. Okay, die war crazy. Oh, noch eine schöne Sense. Hä? Wieso war ich grün, noch weil ich hinter meinem Golem stehe? Legendärer Beinschutz, was ist das? Ah, ich habe einen seltenen Beinschutz bekommen. Und was ist das hier? Gesundheit. Okay. Bewegungsgeschwindigkeit ist auch gut. Das Problem ist halt, die Zweihandsense macht halt so viel Damage, ne? Da kommen diese Einhandsensen nicht ran. Dann muss ich immer gucken, was ich als Nebenwaffe habe. Mal eben gucken, was ist denn das? 6 von 6, das müsste jetzt, Akt 4 müsste jetzt schon durch sein. Was für ein gewaltiger Sturm. Komm mal gucken. Meinst du, wir kämpfen da draußen und die stehen da einfach nur mit einer Barriere. Verdammt. Dann hat er das Ritual vom Vulkan aus beendet. Elias, dieser Mann hat Lilith beschworen. Ihr sagt also, er beschwor auch ein geringes Übel? Bleib dran, Mädchen. Ist an Daria vor. Ja. Ja. Er hat auch Lilith beschworen, okay. Er ist geflohen. Bevor er die Steppen aufsuchte, kam Elias nach Havisar. Er nahm etwas, das nicht ihm gehört. Deshalb jage ich ihn. Ich habe in Havisar eine Freundin, die die Kunst der Unsterblichkeit beherrscht. Sie könnte sein Geheimnis kennen. Ich bringe euch zu ihr. Weißt du, damit kommt die jetzt, nachdem wir den 5-mal getötet haben. Ihn zu finden, könnte uns zu ihr führen. Was hat sie gesagt? Und während wir nach ihm suchen, dass sie eine Freundin hat, die das Geheimnis der Unsterblichkeit kennt. Also sprich, warum wir ihn nicht töten können, würde ich jetzt so rausinterpretieren. Gut, ich beiße an. Ja, aber die war ja zwischenzeitlich nicht da. Das hätte sie doch früher sagen können, ne? Ja, bevor wir da hin sind, ja. So, ihr könnt ihn nicht töten, unsterblich. Die Antwort. Braucht, dass sie es erstmal selber herausfinden. Ja. Am wenigsten nachsehen will. Damit ihr uns auch glauben, ihr, ne? Das gesagt. Genau. Ah, ihr habt recht. Machen wir die Pferde bereit. Reiten wir gen Westen, wa? Ja, oh, mal kicken, wo das ist. Oh. Da gibt es sogar Legionseignis. Wir kommen da automatisch hin. Das ist ja luxuriös. Hä? Ich muss auf meine Verbündeten. Wo bist du denn? Du willst hier mit Lorat reden. Wo bist du hin? Achso, da? Ah, ich bin noch hier. Ach so, eine Standkarte. Ich habe mich gerade über die Map teleportiert. Nö, ich dachte. Gemacht. Ihr habt euch an Dariel gestellt, einem geringen Übel, und überlebt. Das schafft nicht jeder. Wir sind schon aber lasst euch das nicht zu Kopf steigen. Wer arrogant und leichtsinnig ist, überlebt in Havisar nicht lange. Was ist das Problem in Havisar? Keine Ahnung. Was hätte der alte Deckard Cain wohl in seinen Chroniken geschrieben, zwei wenn Level er uns höher gesehen hätte? Zwei alte Freunde wieder vereint. Neue Verbündete, die begierig zu unserem enormen Wissen schöpfen wollen. Im Kampf gegen die sich ausbreitende Dunkelheit vereint, wie einst die Horadrim. Wahrscheinlich waren sie so verloren und verbittert wie wir. Doch Cain hatte die Gabe, immer das Gute in den Menschen zu sehen. Eines war zumindest sicher. Lilith wollte Mephisto verschlingen und sich seine Macht aneignen. War das von Anfang an ihr Plan? Nicht Sanctuario, sondern die Herrschaft über die Hölle. Und dieser Narr Elias war zu blind, es zu erkennen. Vielleicht waren wir nicht perfekt, doch wir wussten, dass wir uns zur Wehr setzen mussten. Wir waren die einzige Hoffnung der Welt. Okay. Ja, Akt 5. Ist das schon? Ja. Krass. So, und Akt 5 hat
Etappe, habe ich eine Quest nur? Das glaube ich nicht. Wie kommst du darauf? Weil wenn du auf die Karte gehst und dann dir rechts das Quest-Tagebuch anguckst, da steht jetzt Etappe Zabin Z, Quest 1 von 1. Und vorhin stand da bei Akt 4, 6 von 6. Und das kam ungefähr hin mit 6 Quests, die wir gemacht haben. Dann geht's aber wirklich sehr schnell. Also wenn das jetzt hier... Wir können ja eben noch uns teleportieren, ne? Nach Tazarak und dann im Pferd weiter, ne? Ja, warte. Ich glaube, ich würde... Obwohl, was habe ich da? Ja, ich habe nur 2 Steine. Ne, das lohnt nicht. Okay. Ja, dann einmal... Tazarak. Ja, ist doch gut. Aber vielleicht ist Akt 6 der letzte Akt noch mal ein bisschen länger. Kann ich mir vorstellen. Na gut, wir müssen ja wahrscheinlich jetzt irgendwie Elias noch besiegen und dann müssen wir uns ja irgendwie noch wahrscheinlich zu Lilith vorarbeiten. Also storymäßig Ratlin nicht. Ja, es wurde erst jetzt zum Schluss, fand ich, ziemlich rund und man wurde nochmal gut abgeholt, dadurch, dass so ein paar Sachen ja dann doch nochmal... Ja, aber ich finde eine einfache Story, also jetzt nicht sehr komplex, oder? Ja, es geht. Also, Turning Point, ne? So. Wenn ihr die Schmiede braucht. Finde ich so. Ja, so, dass jetzt, ne? Wie gesagt, Lilith eigentlich die Hölle einnehmen will und eigentlich hier in der Welt gar nicht so viel Unruhe stiften will und keine Ahnung was. Und gegen die Großen kämpfen will und keine Ahnung was. Das war ja so von Anfang an nicht so ersichtlich, ne? Ja, gut, der hat natürlich auch behauptet, jetzt ja Elias, dass er das Gegenteil stimmen würde, ne? Mhm. Warum jetzt. Vielleicht gibt es ja noch einen Turning Point. Mal sehen. Pass mal auf, wir beherrschen hinterher die Hölle. Ja, ich glaube, das können wir mal machen. Und dann, ja. Toll, wieso kriege ich denn jetzt, wo wir rausgeritten sind, einen Erfahrungspunkt? Also einen Fertigkeitenpunkt? Ja. Ah, ich bleib da an so einer blöden Kante hängen, was? Warum ist es überhaupt hier so dunkel geworden? Das war doch vorher nicht so. Ja, das ist ja, gibt ja so eine Art Tag-Nacht-Wechsel, ne? Ach geil, man. Kann den Kack einfach umreiten. Ja? Ja, wenn du sprintest, kannst du die Viecher auch umreiten anscheinend. Zumindest so ein bisschen beiseite schubsen. In die nächste Region. Ja, aber gut mit dem. Ne, kämpfst du? Ne, ich dachte gerade. Manchmal springst du bei mir auf der Karte. Bei mir auch. Du. Oh, sollen wir unten das World-Ereignis machen? Ja, ne? Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ich habe keine Essenz mehr. Ich bin gespannt, wie welche Stufe 3 abgehen wird. Ja. Ich war ja auch schon überlegen, ob man eventuell die
Season 1 mit einem Hardcore-Charakter macht, ne? Aber. Hab ich keinen Bock drauf. Ich wollte gerade sagen, ich habe halt auch Schiss, dass der Charakter einfach stirbt. Aber es wäre auf jeden Fall mal ein Anreiz dann, glaube ich, noch. Ich habe auch noch nicht geschnallt, welche Taste ich drücken muss, um hier vom Pferd aus dieses Abspringen zu machen. Angreifen. Weil da stehen bei mir nur irgendwie zwei rote Punkte drunter, so nach dem Motto, als wenn da keine Taste belegt wäre für. Das wäre ja aber eigentlich dumm. Ja, meinte ja, Havesaar ist richtig gefährlich, ne? Mal gucken, wie gefährlich es wirklich ist. Wo ist denn überhaupt hier ein Wegpunkt? Da. Nicht so lange ich in der Stadt. Achso, ich bin hier schon in der Stadt. Ich wollte gerade sprinten. Und wenn ich reite, sind auch irgendwie alle meine Skelette und so weg. Achso, was ist denn der Wegpunkt? Hast du den gefunden? Da ist der da oben. Ja. Deckwegpunkt, oh ja, sieht nur anders aus. Ah, hier in der Stadt haben wir aber wenigstens wieder alles. Habe ich mir schon. Ich glaube, jede Region hat vielleicht eine Hauptstadt. Ja, ich gehe davon aus, ja. Wir kennen ja. Wir haben ja nur drei, oder? Wo wir Truhe haben, oder schon vier? Das müsste jetzt die vierte sein mit Truhe, obwohl. Ne, warte mal. Was hatte denn hier oben hast du Truhe? Na, ist die dritte mit Truhe, glaube ich, erst, ja. Er darf sich seinem Urteil nicht länger tun. Ja. Wir müssen seine Unsterblichkeit durchbrechen. Er darf sich seinem Urteil nicht länger entziehen. Ja, und ohne Elias haben wir vielleicht mehr Erfolg gegen Lilith. Wo fangen wir an? Sie hat vielleicht das Wissen, um Elias endgültig zu töten. Sie wenn die so ein langes Leben hat, ne? Sumpfes einen Handel eingegangen und hat ein langes Leben erhalten. Er hat ja einfach nur 7 Leben und wir haben ihn erst 5-mal gezählt. Ja, wie so eine Katze, ne? Nerell und ich fangen an, nach ihr zu suchen. Was ist mit Donan? Der hat mit dem Seelenstein alle Hände voll zu tun. Eine schwere Bürde, wenn man sie allein tragen muss. Es wäre vielleicht klug, ihm Hilfe anzubieten. Aber nicht wieder Messer in den Rücken stechen. So, was habe ich denn jetzt hier noch? Okay, das ist alles Schmutz, aber ich habe hier noch ein... So, was gucken bei Fähigkeiten. Und zwar, was ist das denn hier? Davon habe ich... Ja, waren das? Was ist das da? Okay, Truhe haben wir hier oben. Das kann nicht euer Ernst sein, Tomiris. Morgans Torheit ist verloren, völlig zerstört. Zurückzukehren wäre... Diesmal ist es anders. Es ist nicht für die Festung, für Akkarat. Das könnt ihr sicherlich verstehen. In Füße. Naja, es ist immer noch die... Zweihandsense ist halt immer noch das Stärkste, was ich habe, irgendwie. Ich weiß nicht, hab ich alles zurückgesetzt. Das wollte ich doch gar nicht. Fuck. Ich wollte nur den einen. Naja. Es ist passiert. Shit happens. Egal, ich wollte das sowieso machen. Gucken, was wir hier machen können. Ein Bild bekommen. Was, ein Bild bekommen? Achso. Internet. Ja, Kiet. Achso, das sind Ringe und Amulette, da will ich nicht hin. Wo ist denn? Da unten ist der, glaube ich, dieser Kuriositätenhändler.
draußen ist etwas, das Falken, okay, wo haben wir das denn gespeichertes? Elixiere. Beste Skill und Guide bis Endgame. Okay. Hä? Welcher war das denn nochmal? Da, Kuriositätenhändler. Nochmal eben abchecken, ob der noch was Geiles hat. Seid ihr gleich durch? Nee, noch nicht. Ja, gleich. Ist ja eigentlich. Okay. Achso, ne, mit dem will ich gar nicht quatschen. Mit dem hier will ich quatschen. Verbesserte Schraubringe. Wie viele habe ich denn davon noch? Hier, vier flüsternde Truhenschlüssel. Machen wir mal auf 5 wieder. Fashion. Na komm, ich könnte noch eine richtig geile Rüstung gebrauchen. Was ist denn da? Zählt das dann unter Tunika? Gut. Brustschutz, Brustschutz, Fokus, Schwert, Sense, Zweihandsense, Kappe, Tunika. Das müsste Tunika sein, ne? Ja, Tunika, Tunika, Tunika. Kaufen wir mal. Schlecht. Dunkelschleier. Sehr schön. Schlecht, schlecht, schlecht. Oh. Sehr schön. Könnte aber besser sein. Verbesserter Lügnersteuer und zerrütteter Lügnersteuer. Giftschwalle, das ist noch ein ganz anderes Bild jetzt, ey. Hier ist jetzt Giftschwalle. Raubklingen wieder. Richtig schon gehabt. Geil. Verbesserter Schattenschritt. Okay, okay, aber 109 Rüstung ist, glaube ich, schon. Ringsturm. Okay, ich weiß zwar nicht, ob das jetzt so worse war, aber ich habe jetzt eine legendäre Rüstung. Ich habe alle meine Obolisse wieder ausgegeben. Boah, diese Stadt ist so verwinkelt, ne? Innere Sicht statt Kombopunkte als Spezialisierung. Ah, inneres Auge meint sie wohl. Habe ich? Ausnutzen. Level 1 und die Level. Sonnenvision, Giftinvision, tödliches Gift, Fettinvision. Ausnutzen ist. Eins, zwei, drei. Dann kommt zäh. Wo ist das? Ja, von der Wiederverwertung her gibt's noch massig Sachen, die wir noch gar nicht kriegen können. Nee. Ach, nicht auf den Stuhl setzen hier. Giel. Zionsintuition. Brauchst du noch lange? Eine Minute, glaube ich. Okay. Dann oder zwei. Mache ich hier eben ein Folgenende.